Wunderschönen, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls 3. Und was ist denn das eigentlich da unten? Eine Wiese, oder? Was sind das, Blumen? Kommt man da irgendwie runter? Es wirkt fast so, aber keine Ahnung. Was wollte ich sagen? Ja, es ist wieder eine Aufnahme. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder zwei Folgen aufnehmen. Direkt nach dem Aufstehen. Das heißt also, es kann sein, dass ich jetzt komplett verkacke, weil mein Kopf noch nicht wach genug ist. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch das Gefühl, hier drinnen ist es echt warm. Moment mal. Ich muss mal meine Heizung abdrehen. Oder zumindest die abdrehen. Nee, Quatsch. Die weiter nach unten drehen. So. Kopfhörer wieder aufsetzen. Ich bin gespannt, ob der Finsternisgeist wieder da ist oder ob der halt nur einmal kommt, das weiß ich nicht. Ja, sehr gut. Meiner Meinung nach machbar. Habe ich nur ein bisschen dumm angestellt am Ende, beim letzten Versuch. Greift er erst an, wenn man näher rangeht? Okay, viel Schaden hat er nicht gemacht. What? Das hat er beim letzten Mal aber nicht gemacht. Gehen wir lieber auf Nummer sicher und heilen uns schon. Au, au, au. Wir gehen mal lieber auf Nummer sicher und heilen uns nochmal. Nein! Come on. Ah. Was? 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 Oh, also diesmal lief der Kampf ja viel schlechter, aber er hat irgendwie auch anders gekämpft, finde ich, als beim ersten Mal. Aber er ist halt machbar und ich will wissen, was er mir gibt. Wahrscheinlich wieder nur Dreck für Zauberer, die ich sowieso nicht brauche, aber ich will den besiegen. Und er ist auf jeden Fall machbar. Mist. Ist das ärgerlich, ey. Okay, dann nochmal. Und es ist definitiv sinnvoll, damit Clut zu kämpfen. Jetzt haben wir nur noch 5 Stück, also ich weiß nicht. Ich würde noch zweimal eine Clut verwenden, dann haben wir noch 3 Stück, weil es wird einfach Situationen geben, wo Clut wahrscheinlich wichtiger ist als bei dem Kampf. Es ist natürlich auch kein Gegner, den wir jetzt besiegen müssten. Also wir können jetzt auch einfach weitergehen. Wir haben ja diesen Geheimgang oder wie man auch immer das nennen möchte, geöffnet, den man hier unten öffnen konnte. Ich glaube, diesmal folgt uns gar keine. Ah, doch eine, aber ich glaube, die folgt uns eh nicht raus. So, konzentrieren, dass wir nicht schon wieder hier sterben, da habe ich keinen Bock drauf. So. Hier nicht zu weit links. So. Hier sind wir bisher noch nie gestorben. Also ab jetzt, ab dem Punkt sind wir noch nicht gestorben, halt beim Runtergehen. Das heißt, ich möchte auch nicht, dass das jetzt anfängt damit. Also machen wir einfach alles genauso wie schon zuvor. Langsam. Das sieht immer gefährlicher aus, als es ist. Also ja, wie gesagt, ab diesem Punkt bin ich nicht mehr gestorben. Beim Runtergehen. Natürlich sind wir bei dem Pyromanten schon zweimal gestorben. Der zweite Kampf war deutlich schlechter als der erste.
Und ich weiß nicht so richtig, ob es daran liegt, dass ich einen Tick anders gekämpft habe, dass ich einfach zu blöd war, dass ich vielleicht zu weit auf Distanz war. Ich glaube, daran lag es auch. So, dann nochmal Clued. Wir müssten jetzt noch, genau, 5 Stück. Also noch 2 würde ich für diesen Kampf verwenden. Konzentrier dich, Paxis. Nein, nein, nein! Oh, ich bin so ein dummer Idiot. Okay. Verdammtes Heilen! Dieses verdammte Heilen! Dieses verdammte Heilen! Oh, wie oft kann er sich denn heilen? Verdammt nochmal! Nicht zeitig genug angegriffen. Nein, nein, jetzt bin ich tot. Oh, verdammt. Er hat sie aber auch 3-mal geheilt oder so. Oh, Mist. Das Schwierige ist einfach, dass man nah genug dranbleiben muss, damit man ihn halt angreifen kann, wenn er sich heilt. Er heilt sich aber verdammt schnell, da hat man nicht viel Zeit. Aber wenn man zu nah dran ist, dann ist halt auch immer das Risiko, dass er irgendwie wieder diesen Trick macht und einen aufspießt und das kostet einfach super viel Energie. Das ist ja fast schon wie ein Bosskampf, ey. Ich glaube mittlerweile, der Typ wirkt etwas einfacher, als er ist. Dadurch, also das Heilen ist halt einfach ein riesiges Problem. Wir hatten ihn 2-mal, weiß ich nicht, vielleicht, ich würde sagen 2-mal so an der Grenze von 3 Schwertstreichen. Also, dass wir ihn noch 3-mal hätten treffen müssen, dann wäre er tot gewesen. Wir haben ihn, glaube ich, noch kein einziges Mal aufgespießt von hinten. Das ist auch einfach zu flink. Wir können seine Schläge nicht wirklich blocken, dann tut er zu oft seinen Tritt einsetzen, mit dem er unser Schild. Unsere Schildblockade auflöst und. Unsere Schildblockade auflöst und uns dann aufspießt und da braucht man echt noch fast voll Energie, damit man nicht stirbt. Das ist uncool. So, Konzentration, nicht wieder hier schon sterben. Gut. Nicht zu weit links. Oh, das war sehr gut. Auch das. Man könnte sich hier mit Sicherheit auch eher runterfallen lassen auf diese Wurzel darunter, als mir zu riskant. Ich nehme lieber den sicheren Weg, der sich schon mehrmals bewährt hat. So. Weiß nicht, ob ich vorsichtig und unsicher ist hier beim ersten Mal runtergegangen bin über diese Wurzeln, weil es einfach so merkwürdig aussah und ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt ein Weg ist. Okay, unser letzter Versuch, zumindest mit Clued. Verdammt. 3-mal Clued muss ich mir aufheben. Come on, baby. Let it rain. Let it rain. Oh Gott, das war ja richtig peinlich.
Hallo! Oh nein, oh nein, oh nein! Aber das reicht noch, come on. Ich muss einfach mehr springen. Nein, jetzt heilt er sich wieder. Oh, so ein Mist. Oh, und heilt sich schon wieder. Jetzt hat er doch fast voll Energie zum Kotzen. Okay. Oh nein! Jetzt habe ich selber zu wenig Energie. Nein, nein! Och, nicht schon wieder. Das ist doch schwieriger, der Kampf, als ich gedacht habe. Nein, und jetzt springe ich da noch rein. Wisst ihr was? Ich lasse es bleiben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt weitergeht. Ich gebe auf. Ich habe ihn definitiv unterschätzt. Es ist natürlich machbar, aber es ist kein Bosskampf und ich habe keinen Bock mehr. Ich trinke jetzt einen Schluck Tee. Och, Mann. Das Heilen ist einfach ein großes Problem. Wir hatten ihn wirklich fast tot dieses Mal. Also so weit runter hatten wir ihn noch bisher noch nicht, aber... Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut. Was soll's. Ach, bitte, bitte. Mal gucken, ob die was Neues sagt. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind. Immer noch das Gleiche, obwohl ich jetzt hier das Ding aufgemacht habe, oder wie? Naja, gehen wir mal weiter. Flickering once again. Not enough bloody yet, shade. My flail. Bring me my flail. Ah, Frida. What stops thine ears? Please, my flail. Right away. Okay, hier sind Blutflecken, also wahrscheinlich sterben wir jetzt alle. Was ist das denn? Aha. Sitzt auf einem Thron und was macht denn der? Kotzt da rein, oder? Feel it.
Fret not, Father. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. Schwester Friede, okay. Oh, und die ist wohl... Okay, die ist schnell. Ist der eigentlich auch noch da? Ja. Aber er schaut wirklich nicht hin. Krass. Okay. Aha, die macht also auch Kälte Spaß. What? Hallo? Man kann sich unsichtbar machen, oder wie? Spieß sie doch mal auf! Okay, ich nutze mal die Zeit. Nein! Oh, dieses Mal hat es geschafft, verdammt. Endlich! Nicht schon wieder. Schnell heilen. Nein, sie hat's wieder geschafft. Nein! Nein! Oh. Die letzte Mal hat sie es immer geschafft, mich zu kriegen. Das gibt's doch nicht! Nicht schon wieder! Ich habe nur noch 3 Flakons, ist aber auch nicht. Hat nicht mehr so viel Energie. Oh, leck mich! Lief so gut am Anfang. Come on, come on! Geschafft, beim ersten Versuch, wie krass ist das denn?
Oh mein Gott. Ich hab's doch nicht beim ersten Mal geschafft, weil jetzt werde ich logischerweise sterben. Und da die Folge vorbei ist, mache ich ganz schnell einen Cut. Bis gleich.